Laut dem Global Footprint Network lebt die Weltbevölkerung derzeit so, als hätte sie 1,6 Erden zur Verfügung. Und würden alle auf der Welt so leben wie die Menschen in reichen Ländern, zum Beispiel Deutschland, woher ich komme, dann bräuchten wir 3,6 Erden. Fast zwei Drittel des Savannenwaldes Cerrado wurden in Brasilien abgeholzt, vor allem für Monokulturen aus Futtersoja und Rinderweiden. Dort, wo nur Futter für Tiere und Tank wächst, bleibt für Menschen kein Platz, vor allem nicht für die, die sich von ihrem Land ernähren wollen. Ich sage ein herzliches Dankeschön an alle, die heute ausgezeichnet werden. Es ist ganz toll, was ihr für den Klimaschutz tut. Bitte macht weiter so. Wir müssen ganz einfach vom Reden zum Tun kommen und am besten fangen wir heute und morgen gleich wieder damit an. Grazie mille, Tina Stark.